Hello Party People und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Jaco Wusch. Hallo YouTube, hallo Internet. Das hat Dennis Not on Fire immer gesagt und eigentlich möchte ich es ihm klauen. Macht er noch Videos? Krass, ich war mal so ein Fan und ich weiß es gar nicht. Hi, na, was geht? Ich bin Jaco Wusch, vielleicht erinnert ihr euch noch an mich. Also zumindest die, die mich nur auf YouTube verfolgen, haben mich bestimmt mega lange nicht mehr gesehen. Viele andere hören mich wahrscheinlich jede Woche, also super viele von euch sind ja Part unseres Podcasts und sind da jede Woche dabei und wissen wahrscheinlich auch, worum es jetzt geht. Genauso wie die Leute, die vielleicht auf Instagram sind, die kriegen auch so ein bisschen was mit, aber alle Leute, die nur hier sind, die wissen wahrscheinlich überhaupt gar nicht, ob ich noch lebe. Aber wie ihr seht, ich lebe noch. Oh Gott, wie komme ich jetzt rein? Ihr habt im Titel ja schon gesehen, worum es in diesem Video geht. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil ich nach wie vor immer noch YouTube nicht verworfen habe. Viele Leute denken ja, okay, Jaco ist jetzt Podcasterin, von ihr gibt es keine Videos mehr. Aber so ist es nicht ganz. Es gibt verschiedene Gründe, warum hier so selten was passiert. Aber im Herzen bin ich immer noch YouTuberin. Naja, gut. Kurze Rede, langer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Hallo! Ich begrüße euch zu meinem Video, in dem ich euch erzähle, warum ich aus meiner Wohnung ausziehe. Ich habe das im Podcast schon mal lang und breit erzählt. Ja, da war das so, dass ich auf jeden Fall schon mal grob angeschnitten habe, was passiert ist. Aber sehr, sehr viele haben sich gewünscht, dass ich nochmal allein darüber spreche und sage, was abgeht. Weil das ist ja auch eigentlich so das Ding gewesen, was wir hier früher gemacht haben. Ne? Ihr begleitet mich alleine bei meinem Leben und bei meinen Gedanken und wir tauschen uns aus und inspirieren uns gegenseitig. Ja, eine lange, lange dunkle Phase endet. Ihr habt ja die letzten zwei Videos vielleicht gesehen, in denen ich erzählt habe, was bei mir so abgeht oder abging und wie es um mich stand. Und ja, in den letzten zwei, drei Jahren ist einfach super, super krass viel bei mir passiert. Also irgendwie ist gar nichts passiert, weil die Pandemie war und ich eigentlich nur zu Hause war. Aber in mir drin ist so viel passiert, dass ich das Gefühl habe, obwohl die letzten zwei Jahre sich irgendwie anfühlen wie, oder drei Jahre sich anfühlen wie, als wären sie in fünf Minuten vergangen, weil man so wenig erlebt hat, ist in mir drin so viel passiert. Also ich habe so viele Dinge verarbeitet, aufgearbeitet, therapiert, habe sehr viel Leid erfahren, auch sehr viel psychisches Leid, das ich vorher gar nicht so kannte, diese Dunkelheit. Also ich hatte sehr, sehr dunkle Phasen. So etwas habe ich vorher in meinem Leben auf die Art und Weise und in der Tiefe noch nie kennengelernt, muss ich sagen. Und ich habe aber auch richtig viele neue Dinge gelernt und ja, ich habe das Gefühl, ich bin ein komplett neuer Mensch. Ehrlich gesagt. Also irgendwie bin ich die gleiche Person, aber ich fühle mich wie eine Person, die gleiche Person, die aber sich verloren und wiedergefunden hat. Oder dabei ist, sich wiederzufinden, weil ich setze mich immer noch zusammen, aber ich habe das Gefühl, ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit ist getan. Oh mein Gott, kann mir jemand folgen? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja. So, und Part dieser Reise war in diese Wohnung hier, die ihr kennt, weil ihr, ja, ich habe euch ja die Wohnung gezeigt in einem Video, ich kann die auch hier mal verlinken. Da habe ich euch die Wohnung gezeigt, wo wir eingezogen sind. Wir sind innerhalb von Berlin-Spandau umgezogen und ich habe euch das präsentiert als unsere große neue Traumwohnung, in der wir ganz viele neue Dinge machen wollen. Ja, alle haben sich voll für mich gefreut und alle fanden diese Wohnung so geil, weil diese Wohnung einfach ultra fett ist. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Diese Wohnung ist ultra fett. Ich habe mir immer eine Wohnung wie diese hier gewünscht. Schon als Kind, wenn ich so MTV Cribs geguckt habe und gesehen habe, dass so manche Leute in sowas Loftartigem wohnen und so eine Kücheninsel haben und so ein mega großes Wohnzimmer, was mit der Küche zusammen ist und so. Genau sowas habe ich mir immer gewünscht. Also ich fühle mich so ein bisschen The Secret. Kennt ihr das Buch The Secret, wo man so immer an Dinge denkt, die man haben will und dann arbeitet man halt unterbewusst darauf zu, dass man sie auch wirklich bekommt. So war das für mich mit dieser Wohnung hier. Ich bin jetzt gerade in diesem Arbeitszimmerteil, den ich euch in der Wohnung gezeigt habe, ja. Und dementsprechend haben natürlich alle damit gerechnet, dass ich wahrscheinlich 100 Jahre in dieser Wohnung lebe und zelebriere, dass ich hier wohne. Und als ich dann im Podcast und auf Instagram erzählt habe, dass Kevin und ich entschieden haben, aus der Wohnung wieder auszuziehen, da war halt die
Überraschung mega groß. Ich habe dieses Video jetzt direkt angefangen, weil wir nämlich jetzt gleich diese Wohnung verlassen. Und ich wollte das in dieser Wohnung gedreht haben, um den Spirit hier nochmal mitzunehmen. Im April 2021, natürlich im April, wie soll es auch anders sein, der Umzugsmonat, sind wir hier in diese Wohnung eingezogen. Ich wollte damals, als ich auf Wohnungssuche war, eigentlich Spandau verlassen. Ich bin nach wie vor eine riesengroße Berlin-Liebhaberin. Also Berlin hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen. Aber ich habe mich in Spandau nicht so richtig hundertprozentig wohlgefühlt. Ich kann es nicht genau sagen. Manchmal ist es einfach eine Energie, ein Vibe. Es ist schön hier. Wir haben einen Fluss direkt vor der Tür. Kevin hat für sein Mountainbiking den Wald um die Ecke. Und es gibt eine schöne Altstadt. Und dieser Stadtteil hat auf jeden Fall seine Props. Aber manchmal ist das ja einfach so, dass man irgendwo es nie richtig schafft anzukommen und ein richtiges Zuhausegefühl zu entwickeln. Und so war das bei mir. Ich habe zwar die ganze Zeit nach Wohnungen in Berlin-Mitte gesucht, also in so Stadtteilen wie Prenzlauer Berg oder auch Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg. Also alles, was so ein bisschen zentraler ist, wo ich an die Ringbahn angeschlossen bin und ans, also wo ich nicht mit einem Bus... Das war eigentlich immer für mich früher ein Ausschlusskriterium, wenn ich mit dem Bus zur Bahn fahren muss. Weil ich ein Mensch bin, der doch sehr, sehr gerne im da wohnt, wo es pulsiert, wo die Stadt pulsiert, da wohne ich gerne, weil ich arbeite von zu Hause, habe ein sehr, sehr stilles Leben in meiner Arbeitswelt, wenn ich zu Hause mit mir bin und ich mag es dann draußen zu sein und direkt sind da, ich höre Geschirr klirren und da ist irgendwie direkt was, wo ich drauf zugreifen kann, wo ich in Geschäfte gehen kann und so, ich mag das ganz, ganz gerne. Würde ich vielleicht irgendwie mitten in Berlin-Mitte einen krassen Job haben, wo ich jeden Morgen irgendwie hinfahre und da ist groß Action, dann wäre das vielleicht anders. Aber naja, ihr wisst schon. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich nach Mitte wollte. Aber dann habe ich diese Wohnung hier halt auf eBay Kleinanzeigen entdeckt und habe mich sofort verliebt und habe zu Kevin gesagt, ey, weißt du was, die ist eigentlich weit über unserem Budget und die ist in Spandau. Das heißt, die fällt eigentlich raus, aber ich will sie mir trotzdem angucken. Lass sie uns just for fun angucken, um mal auch zu träumen, was wir zukünftig wollen, wo wir mal hin wollen, wie wir mal wohnen wollen. Ich liebe halt Immobilien. Immobilien Scout ist meine App Number One. Sogar wenn ich keine Wohnungen und keine Häuser suche, gucke ich regelmäßig nach Häusern, nach Wohnungen in Hamburg, in München, in Barcelona, auf Mallorca, in meiner Heimatstadt. Ich liebe das eigentlich. Also an mir ist wirklich eine Immobilienmaklerin verloren gegangen oder irgendwie so eine Frau, die Ferienhäuser vermietet oder so. Keine Ahnung, ich liebe das halt. Und deswegen gucke ich mir halt super gerne Immobilien an und die war jetzt nur eine Straße weiter. Ich so, komm Kevin, wir gehen da hin. Und dann bin ich halt hier reingekommen und ihr müsst euch das so vorstellen. Eine Person, also ich bin eine sehr impulsive Person, die sehr schnell Entscheidungen trifft und sehr schnell Geld locker macht, wenn sie richtig begeistert ist. Und das war halt so. Ich bin in diese Wohnung gekommen und es war ein Sonnenscheintag und diese Wohnung war einfach so wunderschön. Sie war so wunderschön. Ich stand da drin, ich habe es gefühlt, ich habe den Vibe gefühlt. Diese Wohnung hat einen so guten Vibe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich liebe die einfach, bis nach wie vor. Und Kevin war genauso gehypt und wir waren beide in so einer richtig mentalen, schlimmen Phase. Also uns ging es wirklich richtig, richtig schlecht zu dem Zeitpunkt. Und es war auf einmal so, als würden wir in den Himmel treten. Ja, es war so irgendwie so wie... So war diese Wohnung und alles hat geleuchtet und sie hatte einen Heiligenschein auf. Und wir waren so, oh mein Gott, sie ist für uns gemacht. Sie ist für uns gemacht. Und diesen Büroteil hier, ich habe den gesehen und habe gedacht so... Das ist perfekt, hier können wir... Und dann habe ich mir so Sachen zurechtgesponnen, die ich auch in der Roomtour gesagt habe. Wir könnten hier ein Büro gründen, weil wir bis dato nämlich auch noch mit Freunden von uns darüber gesprochen haben, ob wir uns ein Büro gemeinsam mieten wollen, um eben aus dieser Homeoffice-Situation so ein bisschen rauszukommen, weil wir machen das ja nicht nur während einem Lockdown, sondern das ist ja unser Leben. Also falls ihr im Homeoffice wart über den Lockdown, so ist unser ganzes Leben. Immer. Wisst ihr? Und es ist auf Dauer auch belastend. Da muss man schauen, dass man Ausgleiche schafft. Dann haben wir gesagt, ja, wir holen hier Leute rein und wir wollten uns eh vergrößern und dann holen wir uns einen Cutter und dann eine Assistenz und wir machen noch den Shop größer und dann brauchen wir auch noch jemanden und dann haben wir so ein richtiges Team hier und arbeiten hier und so haben wir uns das alles ganz doll so zurechtgeredet, warum es total Sinn macht, diese Wohnung eine Straße weiter als unsere alte Wohnung zu mieten, die halt so riesengroß und halt auch relativ teuer ist. Ja, wir waren hyped.
Ja, und dann haben wir diese Wohnung gemietet, sind hier eingezogen und ich bereue es bis jetzt zu 0,0%. Es hat nichts stattgefunden von dem, was ich euch gerade erzählt habe. Wir haben kein Büro gegründet, weil ich auch ein halbes Jahr richtig wenig gearbeitet habe, weil ich psychisch so im Arsch war, dass ich es gar nicht hinbekommen habe. Ich habe es gar nicht hinbekommen. Ich war froh, wenn ich es hingekriegt habe, mir was zu essen, zu besorgen, zu duschen, meine Steuer hinzukriegen und alles über Wasser zu halten. Aber irgendwie Kreativität war komplett weg. Und alles, was irgendwie ambitioniert ist, war nicht möglich. So. Und dementsprechend hatte ich auch gar nicht die Kraft, irgendwas zu gründen oder Projekte, wofür ich jemanden gebraucht hätte. Es war einfach die Vorstellung vorher, wenn ich in dieser Wohnung bin, wird all diese Energie auf einmal kommen und dann werde ich das machen. Und sie kam halt einfach nicht so schnell, weil ja, eine Psyche erholt sich einfach nicht einfach mal schnips, nur weil du in einem neuen Raum, also kann vielleicht sein, wenn der Raum der einzige Grund ist, warum es einem schlecht geht, aber in meinem Fall war das halt ein bisschen komplexer, wie bei den meisten Menschen. Ja, trotzdem haben wir hier eine wunderschöne Zeit gehabt. Dieser Raum hier, dieser große Raum, den wir als Büro nutzen wollten, haben wir gar nicht genutzt. Am Anfang stand hier ein Schreibtisch und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so gerne hier rüber zum Arbeiten gekommen bin, weil ich nämlich im Herzen immer noch irgendwie ein Teenager bin. Und dann habe ich mir einfach einen Schreibtisch in mein Schlafzimmer gesetzt und habe eigentlich die meiste Zeit einfach nur im Wohnzimmer und im Schlafzimmer drüben verbracht. Im Wohnzimmer Filme und Serien geguckt und im Schlafzimmer gearbeitet. Und sonst habe ich, und das Badezimmer benutzt. Und sonst habe ich hier gar nichts benutzt irgendwie. Und ja, da habe ich natürlich relativ schnell gemerkt, dass das absolute Platzverschwendung ist. So, was brauchen wir zwei Menschen mit diesem riesigen Raum, wenn wir ihn nicht nutzen? Wir haben das dann als Gästezimmer genutzt. Das war auch ganz cool. Und ich glaube, wenn diese Wohnung jetzt auch an einem Ort gewesen wäre, wo ich irgendwie mich verwurzeln wollen würde, genau, verwurzelt oder verwurzelt wäre, ich glaube, dann hätte ich mir was überlegt irgendwie. Vielleicht hätte ich das hier untervermietet. Hatten wir auch überlegt. Wir hatten auch überlegt, ein Airbnb draus zu machen, weil man darf das nicht vermieten. Also dauerhaft, weil die Decken zu tief sind. Das heißt, du kannst keine einzelne Wohnung daraus machen. Aber wenn wir vielleicht machen wir ein Airbnb draus. Aber das ging leider nicht, weil in Berlin gibt es ein Zweckentfremdungsverbot, was auch sehr, sehr gut ist, damit nicht alle Wohnungen für Airbnb so besetzt werden können, wo Menschen einfach wohnen sollten, die in dieser Stadt leben. Aber für diesen speziellen Fall wäre es halt super cool gewesen, weil hier halt dauerhaft niemand hätte wohnen dürfen. Aber dann hätten wir vielleicht so ein kleines Airbnb draus machen können, hätten, keine Ahnung, ein Drittel oder die Hälfte der Miete eingespart und hätten den Raum halt, der wäre halt genutzt worden für irgendwas sinnvoll gewesen. Und dann war ich mit Kevin im Urlaub. Uns ist hier nämlich trotz der Größe die Decke auf den Kopf gefallen, weil wir immer nur zu zweit hier rumgehangen haben. Und dann sind wir nach Nordrhein-Westfalen an so einen See in den Urlaub gefahren. Und da hatte ich zwei richtig, richtig schlimme Tage. Ich weiß nicht, was das war. Ich bin da Eisbaden gegangen und bin dadurch auch so ein bisschen krank geworden, weil ich es übertrieben habe. Lag auf dem Sofa, ich hatte PMS und es war so richtig, richtig Dunkelheit in mir. Also wenn ich von psychischen Problemen spreche bei mir, dann ist es oft keine Depression. Also es geht eher in die andere Richtung. Unruhe, Wut, das waren so meine Themen. Also eher zu viel als zu wenig. Und da hatte ich das erste Mal so ein richtig depressives Gefühl. Also so richtig, es war so richtig, richtig düster in mir und ich habe wirklich so gar nichts vor mir gesehen, worauf ich mich freue. Und ich habe gemerkt, so irgendwas läuft. Und ich habe aber gespürt, irgendwas in meinem Leben läuft nicht richtig. Ich lebe nicht artgerecht. Ich lebe nicht so, wie ich als Mensch das brauche, wie mein Wesen das braucht. Aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo ich hinziehen will. Will ich nach Berlin-Mitte und Berlin noch eine weitere Chance geben, um vielleicht doch noch mehr Freunde zu finden und mich noch verwurzelter zu fühlen? Oder will ich zurück in meine Heimatstadt, wo meine Mama ist? Ich wäre so gern näher an meiner Mama dran und würde mir da so ein schönes Zuhause irgendwie bauen und von da aus reisen. Oder möchte ich nach Hamburg, wo im Grunde genommen irgendwie 80% meiner Freunde wohnen? Also irgendwie alle Menschen, mit denen ich so spreche, wohnen in Hamburg und Bremen so, in Norddeutschland. Und ich wusste es einfach nicht. Und ich wusste, ich kann jetzt nicht einfach irgendwo hinziehen, weil ich trage die Antwort nicht in mir. So ist das bei mir. Ich trage manchmal, also immer wenn ich mich für etwas entscheide, dann weiß ich, das ist das Richtige.
Das ist das Richtige für jetzt auf jeden Fall, für die nächste Zeit. Und ich hatte diese Antwort nicht, aber ich wusste, ich will A nicht mehr. Ich stehe bei A und ich will A nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was B ist und deswegen bleibe ich die ganze Zeit bei A. Und sowas ist für jemanden wie mich sehr, sehr schwierig, weil ich mag Bewegung, ich mag Veränderung, ich mag Neuanfänge, ich mag alles zu tun, damit es mir gut geht. Also ich kann nicht stillstehen, ich kann nicht mit Stillstand umgehen, wenn dieser Stillstand nicht schön ist und sich gut anfühlt. So. Ich bringe dann lieber Mut auf und mach was und gehe ein Risiko ein, als zu, nennt man das, resignieren? Ja, so ist das eigentlich immer bei mir gewesen. Aber irgendwie hat sich alles so schwer und verpflichtend angefühlt, weil ich noch niemals so eine große Wohnung hatte mit so vielen Sachen drin. Und ja, ich kannte das ja gar nicht, weil ihr wisst ja, ich bin ja vorher immer so, oh, ich habe nur Handgepäck, ich besitze nur 15 Kleidungsstücke. Und ja, hier habe ich es mir halt gemütlich gemacht und habe mir so eine kleine Garderobe zugelegt und dann auch die Küche ausgestattet, damit ich halt richtig geil kochen kann, was ich sogar zwischendurch gemacht habe. Ich koche jetzt zwischendurch, Leute, kann man sich das vorstellen? Nicht so wie andere Leute, noch nicht. Aber ich mache es schon mal. Naja, auf jeden Fall war das dann so, was soll ich nur tun, wo soll ich nur hin? Und ich war richtig, richtig verzweifelt und Kevin war auch richtig schlecht drauf an dem Tag in dem Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ich ertrage mich nicht mehr und ich ertrage dich gerade nicht mehr. Ich war richtig dramatisch. Und dann bin ich nach oben ins Schlafzimmer von diesem Ferienhaus gegangen und dann habe ich mir Stift und Zettel geschnappt. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, in dem es, das heißt Das Leben des Künstlers. Kann ich auch mal gerne ein Video drüber machen, ein großartiges Konzept. Und da geht es darum zu schreiben, aus seinem Innersten raus zu schreiben. Und dieses Schreiben war für mich halt voll die krasse Therapie, weil ich mich da oft getraut habe, Dinge zu schreiben, die ich sonst in meinem Kopf weggedrängt habe. Und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und auf einmal habe ich es ausgeschrieben. Was ist, wenn ich A nicht mehr will und ich weiß, was B ist. Wieso mache ich nicht aus B C? Ich bin bei A, ich weiß nicht, was C ist, aber B ist jetzt sich nicht zu entscheiden und trotzdem etwas zu verändern. Was ist, wenn ich diese gesamte Wohnung einlager und verreise und die Dinge mache, die mir immer zu Klarheit, zu Freude weitergeholfen haben? Und das war immer Input. Ich bin so, also jeder Mensch ist ja anders. Ich mag Input. Wenn ich auf Reisen bin, wenn ich leicht bin, wenn ich nur einen kleinen Koffer habe oder einen kleinen Rucksack habe und Dinge erlebe und mit Menschen spreche und auch meine Ängste überwinde. Also ich bin ja trotz der vielen Sachen, in denen ich mich immer überwinde, habe ich ja auch viele Ängste, Flugangst, Höhenangst, so ein bisschen Soziophobie. Besonders jetzt nach der Pandemie. Und ich merke das immer, wenn ich dann rauskomme und mutig sein muss, was ich für eine unfassbare Selbstsicherheit entwickle. Und es hat mir das Reisen eigentlich immer geschenkt, dass dieser unsichere Teil in mir sehr, sehr sicher wird und lernt, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen und dadurch auch totale Klarheit darüber erhält, was ich brauche. Da habe ich immer Klarheit erhalten, was ich brauche. Und dann habe ich gedacht, wenn du in die Vergangenheit guckst, dann hat eine Reise immer dazu geführt, dass du nach Hause geflogen bist, sobald es soweit war und wusstest, das ist der nächste Schritt, das ist es, was ich machen möchte. Und es war häufig, dass ich wusste, wo ich hinziehen will, wo ich sein will. Dass ich wusste, was mein nächstes Arbeitsprojekt ist, womit ich mich die nächsten 1-2 Jahre beschäftigen möchte. Dass ich wusste, ich will mich selbstständig machen, ich will nach Berlin gehen. All die coolen Dinge, die in meinem Leben passiert sind, sind häufig passiert, weil ich rausgegangen bin aus dieser Komfortzone zu Hause, wo ich mein Kopf nicht weitergekommen bin und ich habe mich in die Gefühlswelt da draußen geschmissen und habe Menschen kennengelernt und geredet und musste Verantwortung für mich selbst übernehmen und dann kam ich zurück und wusste, was ich machen soll. Und dann habe ich gedacht, wieso mache ich das nicht? Und ich wusste, dass diese Option in meinem Kopf unterbewusst schon sehr, sehr lange unterwegs war, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, weil ich irgendwie in meinem Kopf hatte, bin ich dafür schon stabil genug? Bin ich dafür stark genug? Was will Kevin ist so froh, dass er endlich ein Zuhause und Routinen hat. Was ist, wenn er diesen Vorschlag richtig schlimm findet? Was sagt meine Mutter dazu? Was sagen alle anderen dazu? Weil voll viele Menschen,
ich denke dann immer, dass so voll viele Menschen denken, okay, sie ist jetzt über 30 und deswegen, da settelt man sich, da kriegt man Kinder und da schmeißt man nicht alles über Bord wie mit 21 und geht raus in die Welt. Also diese alten gesellschaftlichen Denkweisen, die so unterwegs sind, die habe ich zwar nicht selber so richtig, die habe ich ein bisschen im Kopf, aber besonders habe ich, denke ich immer, dass alle anderen Leute das denken. Und dann war ich irgendwie wie eingefroren und habe mich so ganz klaustrophobisch gefühlt in meinem Leben und habe mich aber nicht getraut, dort auszubrechen. Und bei diesem Journal habe ich mich endlich getraut, so das aufzuschreiben. Und dann bin ich runtergegangen mit richtig so Wutenergie und habe gesagt, wir müssen reden zu Kevin. Und dann habe ich ihm gesagt, was ist, wenn wir das machen? Es geht so nicht weiter. Und ich habe damit gerechnet, dass er das ganz blöd findet. Aber Kevin fand es gar nicht blöd. Ja, das war irgendwie mega cool, dass er da so mit draufgesprungen ist. Und das war, glaube ich, mit so der mutigste Moment 2021 für mich, irgendwie das auszusprechen und das zu entscheiden. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir diese Wohnung gekündigt. Ich bin bis jetzt noch der festen Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war. Ich weiß immer noch nicht, wo es nach irgendwas weitergeht. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt gerade hier sitze. Wir haben 80% der Wohnung eingepackt, fahren jetzt gleich zu meiner Mama, verbringen dort eine Woche, weil meine Mama hat Geburtstag und Kevin fährt mit seiner Familie nach England zu seinem Großvater, der hat nämlich auch 80. Geburtstag. Und dann kommen wir nächste Woche wieder, einen Tag lang, und dann kommen Möbelpacker, die zu diesen Einlagerungsboxen gehören, holen unsere Sachen und packen die dann da auf 10 Quadratmeter in so eine Einlagerungsbox. Und dann werden wir zu meiner Mama fahren und dort noch 2 Wochen verbringen, weil ich noch intensiv Zeit mit meiner Mama verbringen möchte. Und bis ich dann mit Kevin Anfang April nach Indonesien fliege, beziehungsweise nach Bali. Wir wollten eigentlich gern durch ganz Indonesien reisen, aber aufgrund von Corona war das so eine kleine Vernunftsentscheidung von uns, es auf eine Insel zu beschränken. Zusammen mit Backpacking Simon, vielleicht kennt ihr Simon, er hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, und dann werden wir dort sein, bis Juni. Also 2 Monate. Und dann werde ich mal gucken, was passiert. Komme ich zurück und weiß, was ich will? Ich weiß es nicht. Also ich würde euch jetzt gerne sagen, wie der Plan ist, aber es gibt keinen Plan. Irgendwie kommt es immer so erwachsen rüber, wenn man sagt, oh, erst habe ich das vor und dann habe ich das vor und dann wird auf jeden Fall das passieren. Ich habe keine Ahnung, was passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin eine Person, die 2 Jahre lang psychische Probleme hatte und getrauert hat und Dinge aufgearbeitet hat und irgendwie in der Dunkelheit war und dann auch mal wieder nicht und dann wieder und dann auch mal wieder nicht und ich hatte auch sehr viele gesundheitliche Probleme und ich wusste, ich will was anderes und jetzt habe ich meine Wohnung gekündigt und fliege nach Bali und habe keine Ahnung, was danach passiert. Oh mein Gott, ich brauche es ja nicht schöner reden, als es ist, aber das ist der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Für mich ist alles. Ich habe mir eine Tattoo-Maschine bestellt und habe überlegt, Tätowiererin zu werden. Also ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich merke, es muss, jetzt wird es eine große Veränderung geben, aber ich habe keine Ahnung, was sie sein wird. Werde ich ein Tattoo-Studio eröffnen in Berlin-Mitte oder auf Mallorca oder werde ich ein Haus auf Bali bauen oder werde ich mir eine Wohnung in meiner Heimatstadt besorgen oder weiß ich nicht, werde ich einen Tauchschein machen und für immer tauchen? Es ist eine gekantete Entscheidung. Ja, es ist eine Gefühlsentscheidung, eine intuitive Entscheidung. Ich weiß, dass es das Richtige ist, aber ich kann euch absolut gar nicht sagen, was passieren wird. Nur, dass es auf jeden Fall aufregend wird und abenteuerlich wird und bestimmt ganz toll wird, aber es bestimmt auch viele Tränen geben wird und auch Ängste, weil ich auch viele Ängste gerade überwinde und antrete und versuche ganz viel mutig zu sein, um meine Komfortzone zu erweitern und einfach selbstsicherer und freier wieder zu werden. Ich verabschiede mich jetzt. Kevin wartet schon, wir müssen eigentlich losfahren, weil ich heute Abend einen Kurs bei Vivi Barfuß habe. Ich habe so einen Fußkurs gebucht bei Vivi, meiner Freundin Vivi, um meinen Fuß wieder gesund zu machen. Und deswegen muss ich jetzt gleich losfahren. Das sind auch wirklich Infos, die niemand braucht. Ja, es war schön, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, ist eigentlich, habe ich klaue ich jetzt von Chris und Julia von Drinis, ist es auch okay. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr Zeit mit mir verbracht habt. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ich mag euch richtig gerne. Ich hoffe, das wisst ihr. Und ich habe euch nicht vergessen und ihr wart die ganze Zeit
in meinem Hinterkopf und dieser Kanal und meine Liebe dazu. Aber ja, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einer Community steht und sie bittet, es zu mögen. Ich höre jetzt auf zu reden. Ihr seht sie so klein. Bis bald. Wir sehen uns auf Instagram. Jack und Sam. Sprachnachrichten hier. Wir werden es sehen. Macht's gut. Kussi.